Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Bundle von Hata. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Von Hata, das Ganze am 12. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Das neue Album von Hata gab es ja in unterschiedlichen Varianten, sowohl als Box in zwei verschiedenen Größen, als auch als Bundle in unterschiedlichen Größen. Heute stelle ich euch mal das Bundle vor. Wir lesen hier auf diesem Sticker, also wir haben hier einmal einen Barcode und dann lesen wir hier Bundle Size Small. Ja, wie auch bei der Box gab es hier einmal Size Small und einmal die Big Size. Sowohl bei der Box als auch beim Bundle habe ich mich für Small entschieden, weil Big Size war, glaube ich, eher so LXL und Small meines Wissens eher so M. Aber schauen wir uns gleich mal an. Das Bundle besteht hier in diesem Fall aus zwei Teilen. Einmal dem Album an sich und einmal einem Shirt. Wir starten natürlich wie immer mit dem Album an sich. Werden wir mal aus der Folie holen. So, einmal einschneiden. Los geht's. Also, er hat es tatsächlich gemacht nach dem Köfte-Spieß, das ja auch so aus einem Insider entstanden ist, haben wir jetzt hier das nächste Insider-Projekt, also das der Albumtitel, der soll ja angeblich so das Geräusch der Zählmaschine darstellen oder nachmachen, wenn die Scheine so durchrattern. Wir haben hier ein ganz spezielles Cover und zwar haben wir hier so ein Wackelbild, wo sich sowohl der Schriftzug als auch Hata hier in seiner Pose und seiner Handbewegung ändert. Genau, also hier die Hand, die hier runter geht und der Schriftzug, der hier kleiner und größer wird. Hier oben lesen wir Hata, das ändert sich nicht, aber eben der Schriftzug und er selbst. Reguläres Jewelcase. Auf der Seite beschriftet mit Interpret plus Albumtitel und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. So, 12 Tracks an der Zahl und wir haben eine unfassbare Menge an Features für diese ja eher kürzere Tracklist. Und zwar haben wir Features unter anderem mit dabei von Bones MC, Jizzes, Enno, Sio, nochmal Sio und insgesamt sind auf diesen 12 Tracks 11 Features. Also das ist echt heftig, wie viele. Oben rechts der Barcode, also regulär die CD natürlich auch zu kaufen. Hier unten dann noch die beteiligten Labels. Und dann schauen wir mal rein. Als erstes geht ins Booklet. So, aber wir schauen uns auch nochmal kurz dieses Wackelbild hier an. Na, will hier gar nicht raus. So, aber jetzt. So, also wir sehen schon, das ist so ein dünneres Plastikteil und das hat hier dann eben diese Wackelbildoptik. Jetzt sehen wir es auch ein bisschen besser ohne die Spiegelung von dem Jewelcase. Ja, also so sieht das aus. Da wird die Hand bewegt. Sehr schön. Gibt es ja echt selten bei solchen Alben, diese Wackelbilder. So, wir kommen zum Booklet. Los geht's, schwarz-weiß. Einmal hier Hata mit seinem Schirm. Dann die ersten Tracks mit Info, wer gefeatured wurde und wer produziert hat. Hinter ihm ein dicker Wagen. Dann geht's hier weiter. Die nächsten Tracks, die nächsten vier Tracks. Dann hier wieder Hata vor dem Wagen. Hinter ihm ein hohes Gebäude. Foto in schwarz-weiß. Die letzten vier Tracks und die Credits zum Album. Gut, also diese Personen haben ja alle mitgewirkt. Dann hier nochmal Hata, Albumtitel und die Infos. So, wir kommen weiter zur CD. Die ist hier ganz klassisch in Schwarz und Gold gehalten. Hier auch wieder mit dem Albumtitel groß drauf. Und auch dahinter gab es sie nochmal. Und als zweiten Bundle-Inhalt haben wir dann das Shirt. So, dieses kommt hier in Schwarz mit weißem Aufdruck. Schauen wir uns mal an. Also das Shirt, wie gesagt, in Schwarz, der weiße Schriftzug hier. Dann haben wir hier sogar noch
dieses Rights-Zeichen, also Copyright, interessant. Also scheinbar wurde hier irgendwie eingetragen als Marke. Auf der Rückseite haben wir hier das Logo von Starter. Starter Black Label in diesem Fall war ja so eine Kooperation. Auch bei der Box, da gab es ja diese Bomberjacke, die ja auch so eine Kollabo mit Starter war. So, das Shirt, wie gesagt, Größe M. Und schau mal ganz kurz, ob wir irgendwo Info finden. Ja, genau, hier ist der Zettel. So, womit haben wir es zu tun? 100% Baumwolle. Und dieses Shirt ist Manufactured TB International GmbH Germany. Aber hier steht es Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, dann schauen wir uns das Shirt noch einmal kurz an im getragenen Zustand. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze Shirt mit dem weißen Schriftzug. Der zieht sich hier von unten links hoch nach oben rechts. Also geht hier wirklich so quer über die gesamte Fläche. Darunter nochmal hier so unterstrichen. Und dann haben wir hier noch dieses kleine R bezüglich der Rechte. Ja, ansonsten, wie gesagt, komplett in Schwarz gehalten. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Wie gesagt, konnte man auch das Bundle in dieser Big Size Größe wählen und dann hatte man das Shirt, glaube ich, in L oder XL. Ich glaube, L war es. Und dann haben wir natürlich auch noch hier in diesem Bundle das Album an sich im regulären Jewelcase. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle von Xatar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Xatar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.